Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video mit dabei, lieber Tobi. Ist ja nicht so, als hätten wir das gleiche Video gerade schon mal aufgenommen und OBS hat einfach nicht aufgenommen. Danke dafür auf jeden Fall. Die Aufnahme ist gerade schon wieder abgebrochen. Danke dafür, liebes OBS-Programm. Hey Leute, ich mache jetzt die Klimaanlage an. Es ist mir egal, ob ihr das jetzt hört. In meinem Zimmer, ich meine es ernst, Leute, es sind 38 Grad in meinem Zimmer. Ja, aber wir hatten auch eine Intense Round. Ja, es gab ein kleines Battle zwischen Tobi und mir. Wir beide werden jetzt erstmal zusammen, beziehungsweise gegeneinander eigentlich ein Schiff bauen, Leute. Ich habe mir da schon ein paar Sachen auf YouTube ausgeguckt, die eigentlich... Tobi. Könntest du dich... Tobi, ich mache mir wirklich Sorgen um deinen Geisteszustand, Tobi. Der ist kaputt. Der ist kaputt, der Geisteszustand. Ja, Mach mir Sorgen um deinen Geisteszustand. Lande auf der Insel von Loot Lake. Wir beide bauen beide ein wunderschönes Holzschiff, das sich gegenübersteht. Und dann heißt es nach einer kleinen Bauphase ab ins Battle, Leute. Wir beide werden uns erstmal ein kleines Sniper-Battle liefern, dann später Close Range und auch Explosive Devices, sodass das Ding dann auch quasi kaputt gehen kann im Endeffekt. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen Mats, Tobi. Und dann können wir auch quasi schon direkt reinstarten. Habt die P90? Ja. Fireball, Tobias, oh, Fireball. Was für eine Waffe hier? Ja, Tobias, die ist super, die Waffe, die ist super OP. Die okay, schießt ist auch die, schneller als hier. Die, der Schatten schießt, sag ich mal. Die schießt schneller als dein eigener ja, Schatten. Take me by the hand. Ocean man, see you land. Ocean man, take me by the hand. Ocean Man, take me by the hand, see the land. Benjamin Blümchen. Leute, ich würde sagen, gibt es erstmal eine kleine wunderbare Timelapse. Timelapse von der Zeit, wo Tobi ich das Ding halt hier bauen. Denn ich glaube nicht, dass ihr das Ganze, was jetzt hier drin passiert, wirklich antun wollt und auch antun müsst. Von daher würde ich sagen, jetzt ganz viel Spaß bei der Timelapse und sehen uns gleich wieder. Ich hoffe mal, dass es für euch jetzt nicht zu anstrengend, Leute, dass wir die ganze Zeit zwischen Timelapse und unserem ADS hin und her schneiden. Tobi und ich haben beide eine schlimme Diagnose vom Arzt erhalten. Komplett dämlich. Großes Mitleid für uns beide, bitte. Mitleid. Mitleid, Lululul. Mitleid, habe ich gesagt, Tobi. Babu, babu, babu. Tobi, ich mache mir wirklich Sorgen. Ich meine das jetzt ernst. Ich mache mir auch gerade selber Sorgen. Hör mal auf jetzt. Mach mir kein schlechtes Gewissen. Nein, aber du bist wirklich. Du bist wirklich ganz ehrlich, Tobi, dieser Wahnsinn, der zerfrisst dich komplett, Alter. Essen. Ich weiß ja nicht, ob das alles so gut ist mit dir. Hallo? So, Leute, es wird ein richtig schöner Dreimaster hier, das Ding. Leute, ich würde sagen, ab jetzt gibt es einfach nur noch Timelapse und gut ist. Viel Spaß dabei, bis gleich. Okay, Leute, willkommen zurück aus der Timelapse. Bei Tobi am Schiff ist so ein Eis am Stiel. Also meins ist halt eher realistisch und Tobi ist halt einfach groß und ja. Cool, ne? Ich weiß nicht, also cool, oder? Irgendwie. Und das Problem ist auch, Leute, dass ich leider die Timelapse jetzt nicht mehr im Spectator-Modus, weil der tatsächlich ja momentan leider nicht für den Playground verfügbar ist. Was ziemlich schade ist tatsächlich, aber da müssen wir nun mal mit leben. Aber ich werde gleich nochmal nach oben gehen und beide Schiffe nochmal von oben zeigen. Normalerweise müsst ihr noch eine dritte Person hier haben, die vielleicht sogar mit zuguckt. Das wäre am optimalsten. Ist leider nur schwierig, weil, ja, keine Ahnung, keiner mit uns beiden spielen will. Dann. Warum geht das einfach kaputt? Das macht keinen Sinn. Wieso kann ich das bauen und das andere nicht? Also das hier? Wieso das, aber das andere nicht? Und deine Stimme wir klingt so scheiße. Echt? Ja. Mann. Ich esse Kaugummis, weil ich Hunger habe. Ich weiß nicht, ob das hilft. Auch hilft. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal ganz kurz ins Wasser rein. Und wir schauen uns mal beide Schiffe von oben an. Ja, guck mal, wie die aussehen. Ich bin mit meiner Konstruktion eigentlich echt zufrieden. Die von Tobi ist auch eine ganz besondere. Das können wir einfach so stehen lassen. Also man kann bei Tobi auf jeden Fall erkennen, dass es ein Schiff sein soll. Meins hätte sicherlich noch oben noch ein bisschen schmaler sein können. Warte mal, ich habe mal... Also mal von oben sieht meins echt cooler aus. Ja, aber... Du kannst sagen, was du willst. Das einzige Scheiß ist das Segel. Also Leute, wie gesagt, schaut euch mal ganz kurz beide Schiffe an. Ich finde ja, dass beide extrem cool geworden sind. Muss ich auch ehrlich sagen, dass deins diesmal auch gut geworden ist. Ah! Ich hasse mein Leben, Mann! Ja, egal. Schauen wir jetzt mal ganz kurz beide Schiffe einfach von oben an, Leute. Das war ja eh der Plan. Da jetzt an der Stelle auch kann man ja einfach mal fliegen. Ihr seht das hier, Leute. Die beiden Schiffe ja hier aus der Luft. Sehr schön anzusehen. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, was man will. Ja, beide Schiffe sind auf jeden Fall echt schön. Das eine von mir sieht ein bisschen breiter aus als das von Tobi. Tobis hat auf jeden Fall mehrere Ebenen. Ich finde beide eigentlich gut. Ich hätte bei mir ein paar mehr Ebenen reinbauen können und so weiter und so fort. Aber wir wollen ja nicht die ganze Zeit hier nur sein und uns quasi unsere Schiffe anschauen. Nein, wir wollen natürlich auch kämpfen, Leute. Loote mir jetzt erstmal ein paar Waffen. Machen wir mit Schild oder ohne? Ich habe 50er, falls du einen findest. Also du hast 50 Schild? Ja. Okay, dann ziehe ich mir auch mal kurz 50 rein. Hast du das Sniper? Ja. Die habe ich nämlich leider nicht, Digga. Ja, ist ja egal. Ich bin ja ein besserer Spieler, genau. Das hilft mir weiter. Ja, ganz toll. Jeder sucht sich seine Waffen zusammen. Ich suche mir noch gerade einen Sniper, dann komme ich. Okay, ich glaube, ich habe soweit alles, was ich brauche. Ich habe soweit alles. Das Ding ist halt, du hast halt eine richtige Sniper. Ich habe halt keine. Kann auch ohne spielen. Ja, ich habe halt dieses aggressive Sturmgewehr da. Okay, Tobi, wir können von mir aus anfangen. 3, 2, 1 und das Battle beginnt. Wo bist du denn? Du bist doch gar nicht da. Doch, ich bin auf meinem Schiff. Wo bist du denn? Bin ich jetzt blind?
Ja, Digga, siehst du, genau das hat das Ding. Genau das hat das Ding. Das hat das Ding. Ich will ohne. Kannst du nichts gegen machen. Ich will ohne. Okay. Willst du die? Ich will die nicht. Was hast du? Ich hatte nur dieses Thermogewehr. Problem ist halt, mit dem Thermogewehr kannst du auch nicht richtig pieken. Weil du halt genau dann, wenn du piekst, dann weißt du halt, jetzt kommt schon der Headshot. Weißt du, was ich meine? Nee. Ja, f*** ins Knie, Alter. Also, mach mal die Sniper raus, Digga. Ich muss dir jetzt kurz Schild abziehen, ne? Bin einfach mit Thermogewehr, da hast du mehr Schild und gut ist. Okay. Wo bist du? Ich seh dich. Ey, das ist unfair. Repair. Der hat wehgetan. Ach so, da ist er. Du weißt gar nicht, wo ich bin, Junge. Ganz hinten. Wie er wegläuft. Ich hab dich aber nur gesehen, weil dein Cape so weit wegflog. Ach Mann, ich hasse dieses Cape, Alter. Das hat mich schon in so vielen Situationen verraten. Das bist du, aber das war dein Holz. Ah, jetzt hab ich dich gesehen. Oh, Alter! Oh, was? Nein. Was, Junge? Oh, war das close, Junge. Oh. Alter, ich bin schon ein Profi. Wie viel Leben hab ich? Warte. 37. 39. Hä? Kannst du dich rechnen? Du hast mich gesehen. Du siehst ja mit dem Infrarot. Das ist schon ein Vorteil, das ist schon ein Vorteil. Aber sagen wir mal, ist okay. Aber dein Schiff ist dafür halt richtig eklig gebaut, weißt du, was ich meine? Ja. Oh, Junge, Alter. Hä, Junge, wo hängst du denn, Alter? Oh. Mach nochmal, du bist tot. Ey, Junge, ich hab keine Chance gegen dich, Alter. Digga, was? Wieso? Das ist krasse Waffen. Wo hängst du, Alter? Wo hängst du? Du siehst mich. Boah. Oh, war von beiden close, ne? Ja, ja, der ist mir auch mal geschossen. Aber ich kann mein Ding nicht mehr repairen. Boah, wow, Junge, Alter! Der war close. Wie viel Leben hast du noch? Sag ich nicht. Ja, Junge, warum nicht? Ich kann sagen, mehr als du. Aber kann auch sein, dass ich nur 1 HP mehr habe als du. Boah, Digga, keine Chance, Alter. Das Ding ist halt, Deagle ist halt schon krank stark, wa? Soll ich die auch noch weglegen? Ja. Ich darf immer eine Waffe weglegen. Ja, komm, nächste. Digga, du hast mit der Sniper angefangen. Deagle ist genau das gleiche, nur ohne Zoom, du Affe. Hä, nein? Hä, natürlich, Junge. Ich hatte den Revolver auch zweimal gegeben. Ich habe auf jeden Fall kein Schild mehr. Ja, das ist mir klar, Digga. Hä? Mit dem Revolver. Ist ready? Das hast du... Au. Digga, jetzt bin ich echt low. Oh, noch einer? Noch einer? Oh, Alter, der war so knapp. Oh, du hast so wenig HP, nur noch. Du aber auch. Ich glaube, ich habe genauso viel wie du. Wie viel hast du? Sag ich dir nicht. Komm, ich sag dann auch, wirklich. Okay, du zuerst. 6. 10. Oh, Battle der Giganten. Ja! Oh, Junge, ja! Okay, nice, Digga. Oh mein Gott, ist das intens, Alter. Das Problem auf deinem Schiff ist, Digga, du hast dein Zeit taktisch viel, viel besser gebaut als ich. Ja, ja. Man sieht dich sieht nicht mal mit diesem Gewehr, weil du halt so viele Ebenen hast. Weißt du, du hast verschiedene Layer und ich habe halt nur trottelig eins gebaut, Digga. Digga, dein ist trotzdem OP. Warum? Weil du guckst immer aus diesem hinteren Loch raus. Wenn ich diese Treppe hoch, dann sehe ich da nicht mehr. Hast du ein Ding abgeschossen? Nee, hab ich nicht. Die ins Knie haben in der Kulm. Was? Ja. Ja, Digga, ich hatte 10 HP, Alter. Ja, deswegen, ja. Hier, willst du mich direkt abschießen, wenn ich meinen Loot hole? Ja, nice, Digga. Ich hab 53 HP. Basti, Alter. Schieß mal einmal in den Bauch, komm. Aber nur in den Bauch. Wenn du das Headshot machst, bist du ehrenlos. Aua. Einmal hab ich. Hab ich doch. Das war zweimal. Lass dich zählen. Lügen darf man nicht sagen. Das ist ehrenlos. Aua. Digga, das ist echt ehrenlos. Auf geht's, Piraten. Edit Bug! Ich konnte nicht editieren, Mann! Fuck, nein! Fuck. Ey, komm, Digga! Das ist so scheiße, Alter! Wenn ich dich jetzt noch einmal kill mit 28 HP, dann bist du der schlechteste Fortnite-Spieler der Welt. Wir vergeben Preise einfach bei diesem Bett, okay? Ich mach dich jetzt kalt, Digga. Ich bring dich jetzt um. Achso, geht's schon weiter? Zerstör dich jetzt. Ich weiß nicht, glaub schon. Ey, hör auf, Mann. Diese Assi-Taktik, Alter! Digga! Wie viel HP hast du? 5. Ich lande auf deinem Schiff, das ist nicht verboten. Ja, was hast du davon? Mach dich mit der Spitzhacke kalt. Das will ich sehen. Okay, oh, jetzt ist ernst. Ey, ich musste mein eigenes Schiff gerade wegen dir beschießen, ne? Hallo. Nein, Junge! Ey, Leute, ich würde sagen... Ja, Digga, 5 HP, Alter! Nein, es ist ein Unentschieden. Es ist sowas... Wenn du nicht so ein Schiff gebaut hättest, Alter! Du kannst nicht schneller laufen als ich, das sind meine Vorteile. Wieso kann... Ich kenne mich hier besser aus als du. Richtig die Bill. Richtig die Bill verfolgen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Na, oh. Bist du dumm, Alter? Wow, sei ich dumm. Ohne Spaß. Ja, Leute. Das war's von diesem wunderschönen Video, Leute. Wenn ihr mehr von dem Battle sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Dann kann ich das gerne mal mit wem anders machen. Und ja, Leute. Das war's dann von diesem wunderschönen Video. Tobi, irgendwas passiert gerade mit deinem Schiff. Ich weiß auch nicht. Leute, das war's. Macht's gut. Schaut auf jeden Fall nicht bei Escalation vorbei. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Abonniert mich. Tschüss.